Ich werde es viel besser machen als du. Was? Warum sagst du denn sowas? Ich dachte, wir unterstützen uns gegenseitig. Nein, das wirst du schon sehen. Mama, ich muss mit dir reden. Oh, um was geht's denn? Also die gute Nachricht ist, dass wir beim Casting weitergekommen sind. Ja, das habt ihr mir ja schon erzählt. Das hat mich so gefreut. Aber die schlechte Nachricht ist, dass Marie seitdem etwas ganz Gemeines zu mir gesagt hat. Oh, was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, dass sie es besser machen wird als ich. Dann war ich richtig schockiert. Und dann hat sie gesagt, das wirst du schon sehen. So richtig böse. Aber die Sache ist, so kenne ich sie gar nicht. Vielleicht ist da ein bisschen Eifersucht im Spiel. Ich verstehe das nicht. Ich habe mich für sie eingesetzt, damit sie auch zum Casting kommt. Und dann sagt sie sowas. Und warum soll sie eifersüchtig sein? Ich meine, wir beide sind doch weitergekommen. Ja, du hast recht. Was ist denn los? Ach, ich mache mir Sorgen wegen Marie. Oh. Du weißt ja wahrscheinlich, dass wir im Casting weitergekommen sind. Aber seitdem ist sie richtig gemein zu mir. Ich rede mit ihr. Okay, mach das. Ich bleib so lange bei Isabella. Oh Mama, was machst du denn hier? Schatz, ich möchte mit dir reden. Denn die Isabella, die hat mir erzählt, dass du vorhin beim Casting gemein zu ihr warst. Ja und, was interessiert dich das? Naja, weißt du, du kannst nicht gemein zu deiner Zwillingsschwester sein. Warum hast du denn so etwas gesagt? Sie hat mir erzählt. Es stimmt halt, Mama. Ich werde es halt besser machen. Sie hat sich für dich eingesetzt, damit du überhaupt beim Casting mitmachen kannst. Und jetzt ziehst du so etwas ab? Ja, sorry. Ich werde das bessere Topmodel sein. Ha! Kann es vielleicht sein, dass du eifersüchtig bist? Verdammt nochmal, ich bin ein Model und bin nicht eifersüchtig. Klar, jeder sagt immer zu mir, dass ich eifersüchtig bin. Aber es stimmt nicht. Klar, Mama. Ich kann auch nicht dafür, dass alle finden, dass Isabella so wunderschön ist. Warum finden mich nicht alle so wunderschön? Darum geht's dir. Hey, ich und dein Papa und natürlich auch Isabella finden dich so, so, so wunderschön. Daran musst du glauben. Und glaub mir, ganz sicher finden dich die anderen Leute schön. Bloß sie zeigen es halt nicht so wie bei Isabella. Es ist nun mal so. Okay, dann vertraue ich dir mal. Heißt aber trotzdem nicht, dass ich das nicht besser machen kann. Ha! Oh nein, wie meinst du denn als Isabella? Klar, wen denn sonst? Ich werde erfolgreicher sein als sie. Ha ha ha! Marie, Marie, Marie. 10 Jahre später. In dieser Zeit wurden die Zwillinge sehr, sehr, sehr erfolgreich. Sie wurden bewundert und sogar reich. Sie machten Modenschaus und das Ganze, das man halt als Model macht. Aber der Streit zwischen den beiden und die Eifersucht hat sich leider zwischen den Zwillingen noch nicht geändert. Modeln machte Isabella ziemlich Spaß. Doch Marie nahm es, glaube ich, etwas zu ernst. Sie wollte immer was Besseres sein und so. Dabei fanden die Leute beide unglaublich. Selbst während des Modelns zeigte Marie ihre Eifersucht. Zwei Monate später. Hallo Isabella! Mama, ich muss dir etwas sagen. Oh, du siehst so traurig aus. Was ist denn? Ich höre auf mit Modeln. Was? Aber du bist doch so erfolgreich, berühmt, bist reich. Und ich dachte, das wäre das, was du dir immer gewünscht hättest.
Ja, ich weiß, Mama. Und der Traum, der ist ja auch in Erfüllung gegangen. Aber es kann so nicht weitergehen. Marie ist jetzt noch viel eifersüchtiger als früher. Immer wenn wir auf dem Laufsteg sind, schaut sie mich so böse an. Und dann am Abend sagt sie zu mir, du hast gar nicht gut gemodelt. Das regt mich auf. Es ist ja schön, reich und berühmt zu sein. Und Modeln macht mir ja auch richtig viel Spaß. Aber als Topmodel habe ich gar keine Freunde. Außer meine Fans. Es ist ja schön, Fans zu haben, aber ich will auch Freunde haben und zur Schule gehen. Ich verstehe dich voll und ganz, aber du bist nun mal Topmodel. Und du und Marie modelt ja zusammen, das heißt, du kannst jetzt nicht die Karriere abbrechen. Genau darüber wollte ich mit dir reden. Ich kann das Marie nicht sagen, aber da wollte ich dich fragen, ob du das vielleicht machen könntest. Schatz, sie wird so ausrasten, denn sie will ja immer was Besseres sein. Ich verstehe schon, es ist schwer, eine Karriere abzubrechen. Na dann gehe ich weiter Autogramme unterschreiben. Ich habe jemand weinen gehört. Was ist denn los? Ich bin mir ganz sicher, dass das Isabella war. Das klang total nach ihr. Ja, du hast recht. Sie hat mir etwas gesagt. Rück raus mit der Sprache, Mama. Was hat sie dir gesagt? Okay. Sie will nicht mehr modeln. Was? Wie kann sie nur? Ich verstehe das nicht. Wir sind reich, berühmt, haben viel Geld und haben Fans um uns herum. Was will sie mehr? Wir müssen nicht mal zur Schule. Sie möchte aber zur Schule. Sie möchte Freunde. Freunde? Was bringen Freunde, wenn man Fans hat? Oh, ich werde sie mir jetzt vorknüpfen. Marie, nein, tu das doch nicht. Arme Isabella. Ihr geht's gerade total schlecht. Keine Sorge, Mama. Lass das nur meine Sorge sein. Also wirklich, Isabella van Vliet. Das geht jetzt wirklich zu weit. Warum willst du einfach die Karriere abbrechen? Bist du verrückt geworden? Ja, bist du. Wie kannst du mir nur so etwas antun? Ich dachte, du willst immer die Bessere sein. Lass mich in Ruhe. Okay, was sind deine Gedanken? Ich möchte zur Schule gehen, so wie ein normales Mädchen in meinem Alter. Ich möchte Freunde finden und so weiter. Aha, und das Model ist dir anscheinend gar nicht mehr wichtig, gell? Doch schon, aber... Was aber? Ich... Sag! Ich will wirklich nicht mehr modeln. Gut, dann geh zur Schule. Aber ich gehe auf gar keinen Fall zur Schule. Ich breche nicht die Karriere ab. Ich sage das nicht meinen Fans, damit das klar ist. Ich modele weiter und werde die Beste sein. Was mache ich nur? Ein Tag später. Isabella, wir haben eine kleine Überraschung für dich. Du darfst heute zur Schule gehen. Juhu, ich freue mich schon. Und modeln? Ist meine Karriere jetzt weg? Nein, natürlich nicht. Ich meine, Marie modelt ja immer noch. Obwohl, frag sie mal. Natürlich will sie noch modeln. Was redet ihr ohne mich? Du, Marie, ich wollte fragen, ob du mit zur Schule willst. Zur Schule gehen und nicht modeln? Auf gar keinen Fall. Mach du ruhig. Ich meine, ich stehe dann richtig gut vor meinen Fans da. Ich habe eine Idee, Mama. Am Nachmittag kann ich ja modeln. Vormittags gehe ich immer zur Schule und nachmittags modle ich. Das ist perfekt. Ich meine, modeln macht mir Spaß. Und modeln macht mir noch viel mehr Spaß, wenn ich in der Schule Freunde habe. Tja. Aber klar, man modelt ja bis 16 Uhr. Das passt. Oh, ich komme zu spät, aber ich brauche noch einen Schuhranzen. Daran haben wir gedacht. Oh, danke, Mama, danke, Papa, ihr seid die Besten. Hab euch lieb. Oh, unsere hübsche, süße Isabella wird erwachsen. Oh ja. Aber warte, was regen wir da? Sie ist doch ein Topmodel, sie ist doch schon längst erwachsen. Ja, stimmt auch wieder. Schöne Schule hier. Zuerst muss ich zur Direktorin. Oh, hallo. Hallo, bist du nicht das berühmte Topmodel? Was machst du an unserer Schule? Ich dachte, du modelst. Oh, ich...
Ich möchte auch mal zur Schule gehen. Aber warum modelst du heute nicht mit deiner Schwester? Naja, also ich muss sagen, Modeln ist das Allerbeste. Ich bin berühmt, reich und es macht Spaß, Autogramme zu geben. Aber ich möchte auch so ein Leben haben wie du und jeder andere in meinem Alter. Verstehe. Aber ich hoffe, du modelst weiterhin immer noch. Klar, das Modeln aufgeben wäre zu schade. Und meine Fans wären, glaube ich, etwas traurig. Cool, dass du jetzt an unserer Schule bist. Ja, finde ich auch. Wenn du willst, können wir Freunde sein. Oh ja, dann sehen wir uns später. Klar doch. Hallo, mein Name ist Isabella van Vliet. Hallo. Stopp! Ich bin so schnell gerannt wie möglich. Isabella! Marie, was machst du denn hier? Ich dachte, du willst nicht zur Schule gehen. Und ich dachte, du magst modeln. Aber klar, ich mag modeln. Aber das haben wir doch schon besprochen. Ich gehe jetzt zur Schule und anschließend modle ich. Ja, sorry, aber die Fans, die wollen dich jetzt. Wenn du zur Schule gehst, dann unterschreibe diesen Zettel. Deine Eltern haben diesen Zettel unterschrieben, jetzt musst du nur noch unterschreiben. Jetzt komm endlich, die Fans warten. Verdammt nochmal, warum muss ich immer auf dich warten? Komm mit! Nein, ich bin jetzt in der Schule und anschließend modle ich, hab ich doch schon gesagt. Ist das klar? Nein, ist es nicht. Der Zettel! Hallo, geht's noch? Du kannst doch nicht den Zettel von der Schule einfach in den Müll werfen. Und ich bin Model. Ich habe eine viel wichtigere Rolle als Schulleitung. Und das gleiche geht für Isabella auch. Aber Sie müssen wissen, Isabella ist natürlich nur ein kleines Model. Ich bin hier das Haupt-Top-Model. Es reicht jetzt. Raus. Alle beide. Auch ich? Aber ich habe doch nichts getan. Tut mir leid, dass ich jetzt so bin, aber ich denke, Modeln ist wichtiger als Schule. Geht natürlich nur für euch. Raus. Na endlich. Was machst du denn noch hier? Ich dachte, du seist im Unterricht. Und warum weinst du? Wegen meiner doofen Zwillingsschwester darf ich dich in die Schule. Oh nein, das tut mir leid. Entschuldige? Isabella, was bist du so gut mit dem Jungen? Hör sofort auf, so gemein zu deiner Schwester zu sein, klar? Sie sieht übrigens schöner aus als du. Wie kannst du es wagen? Und wie kannst du es wagen, mich zu schubsen? Jetzt hast du mich doch geschubst. Hört auf, alle beide. Ich geh modeln. Toll gemacht, jetzt hast du sie verscheucht. Ja und? Interessiert mich nicht. Hauptsache, sie ist auf keiner Schule. Denn es ist ziemlich peinlich, alleine zu modeln. Leider haben wir nämlich von Anfang an zu zweit gemodelt. Sonst wäre es besser, wenn ich alleine modeln würde. Ganz sicher würde ich dann noch berühmter werden. Und tschüss. Dieses Mädchen. Ich glaube, ich besuche Isabella heute auf der Modenschau. Irgendwas stimmt mit der armen Isabella nicht. Ja, sonst ist sie immer so glücklich. Oh Mann, mich macht das ganz traurig, wenn sie so traurig aussieht. Leute, Isabella ist unglücklich. Einen dicken Applaus für sie. Okay, die Leute lieben mich. Du bist gekommen? Aber klar, ich bin doch ein totaler Fan von dir. Oh. Warum hat Topmodel Marie so einen roten Kopf? Aber das hat sie irgendwie in der letzten Zeit voll oft. Vielleicht ist sie ja eifersüchtig und deswegen kriegt sie so einen hässigen roten Kopf. Leute, schon wieder, Isabella, du verdirbst mir meine ganze Karriere. Nein, tu sowas doch nicht mit deiner Schwester. Oh, nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das!
fertig. Komm her. Aua. Und ihr anderen, hört sofort alle auf, meine Schwester zu lieben. Ist das klar? Wir dürfen lieben, wen wir wollen. Oh ja. Ja. Und wir lieben auf gar keinen Fall dich. Ja, genau. Aber... Mach nur, verschwinde. Niemand will dich hier beim Modeln. Ich... Verschwinde! Los, das ist dein Moment. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, jetzt einfach weiterzumachen. Was würdet ihr da draußen an meiner Stelle tun? Weglaufen oder einfach ohne Marie weitermachen? Okay, Marie hat auch verhindert, dass ich in die Schule gehe. Und wenn ich jetzt die Bühne für mich alleine habe, dann soll ich sie auch nutzen. Und von diesem Tag an wusste sie, dass man nie auf andere Leute hören soll, sondern immer nur das tun soll, das man wirklich für richtig hält. Ging mit Mike in die Schule, fand viele nette Freunde und wurde in der Klasse geliebt. Doch eines Tages nahm Isabelle den Mut zusammen und ging in Maries Zimmer. Ich weiß, das ist das Buch, wo die ganzen Autogramme drin sind. Du brauchst es wirklich nicht vor mir zu verstecken, okay? Warum bist du überhaupt hier? Ich dachte, du willst modeln. Wahrscheinlich bist du immer noch sauer und traurig zugleich. Jetzt ist es lange her, seitdem wir nicht mehr gesprochen haben, da du ja so sauer warst. Aber du musst wissen, ich vermisse dich trotzdem auf der Bühne. Du bist halt meine Zwillingsschwester und ich liebe dich über alles, okay? Falls es etwas gibt, das du auf dem Herzen hast, kannst du es mir ruhig sagen. Ich bin deine Zwillingsschwester, schon vergessen? Ich weiß, es gibt da etwas, das ich dir die ganze Zeit sagen wollte. Ich habe mich aber die ganze Zeit nie getraut. Ich habe überlegt, wie ich es dir sagen soll, aber dann dachte ich, es wäre ein bisschen peinlich, aber ich weiß es nicht. Und das ging schon seit dem Kindergarten so. Du kannst es mir jetzt sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Okay, ich war die ganze Zeit einfach eifersüchtig, weil alle dich viel mehr mochten als mich. Schon seit der Geburt war das so. Und da habe ich mich einfach ein bisschen alleine gefühlt. Erinnerst du dich auch damals im Kindergarten? Dort haben die Kinder einfach gesagt, dass ich normal bin. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Und seitdem habe ich diese Eifersucht gespürt. Aber es tut mir so, so leid, okay? Oh Gott, natürlich verzeih ich dir. Und ich möchte auf gar keinen Fall mehr Model sein. Du bist wirklich das schönste Mädchen der ganzen Welt. Nein, so viele Komplimente musst du mir doch nicht machen. Das ist jetzt wahrscheinlich das erste Mal, wo ich zu dir Schwesterherz sage. Ich liebe dich. Alles wird gut. Es ist so schön, wieder Liebe zwischen uns zu spüren. Das heißt, du verzeihst mir? Aber klar, eine Schwester wie dir muss man doch wohl verzeihen, oder? Danke. Vielleicht kann ich dir immer beim Modeln helfen. Zum Beispiel dich aufhübschen oder deine Autogrammkarten unterschreiben. Dann hast du nicht so viel Arbeit und kannst dich auf Schule konzentrieren. Das würdest du tun? Ja, wo ich selber kein Model mehr bin. Es ist viel besser, Leuten zu helfen, anstatt Gemeines zu Leuten sagen. Ich muss jetzt wieder modeln. Kommst du mit und sitzt bei den Fans? Oh ja, total gerne! Und vielleicht nehme ich noch ein bisschen Popcorn mit. Oh ja, das ist toll. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video.